Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle, Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Dass ich dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich im Empfang melden. Willkommen in Mars City, der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Das sollten Sie auch. Willkommen auf dem Mars, Marine. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Shuttle Delta Tango 14. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Ist ja deine Zeit, die du vertrödelst. Okay, ich fang dann mal an. Du musst stillhalten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Im Namen der UAC willkommen in Mars City. Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologischen Studien und militärischen Operationen. Erstes Ziel der UAC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal? Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für Ihr Verständnis.
Hab dich noch nie gesehen. Bist wohl bei der neuen Abteilung, die nach uns sehen soll. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swan, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Entschuldige. IPN News Network, Ihr Universum jetzt. Miller, hast du von Corporal Allen gehört? Ja. Super Turbo Turkey Puncher 3. Was macht der UAC wohl Sorgen? In Delta soll's noch mehr Unfälle gegeben haben. Unfälle? Der ist gut. Nennen die das jetzt so? Achtung! Dr. Braddock, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Hier ist die Leitung des Delta-Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam. Das hat ja gedauert, Marie. Nun... Es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Seh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt! Achtung, UAC-Mitarbeiter! Möchten Sie mehr Credit sammeln? Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Hat er gesagt? Nein, was? Hat uns den Delta. Der UAC liegt die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe, dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, nimm dein Zeug.
Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Mars-Oberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an, rumzuschießen. Oh, ich habe hier schon lange keine neuen mehr gesehen. Willkommen im Verlies, Kumpel. Und viel Spaß. Hey, du suchst den Wissenschaftler, richtig? Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Das habe ich schon tausendmal gemacht. So schwer ist das nicht. Warum kriegst du da nicht mit deinem fetten Arsch hier runter und machst es selbst? Weil es mein Job ist, dass du es tust. Mach die Kupplung fertig. Hey, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich habe zu tun. Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die ausreden. Mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam, was es braucht. Ich tue mein Möglichstes, aber manches... Bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Der Teufel ist real. Ich baute seinen Käfig. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das Gefühl. Gott, steh uns bei. Integrity at risk.
zurück zum Hauptquartier und wartet auf das Schiff. Zurück! Wir müssen hier raus! Kommandozentrale! Es gibt ein Problem in Ebene 1! Kommandozentrale! Es gibt ein Problem in Ebene 1! Gruppenführer, Lagebericht! Ende! Kommandozentrale, hier Team Bravo. Wir haben einen Toten und zwei Verwundete. Ende. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4. Wir sitzen im Alpha-Labor fest. Kommandozentrale, hier Feuerteam 2. Hauptenergiesysteme in der Subebene sind ausgefallen. Nur Hilfsenergie und Lebenserhaltung warten. Viele zivile Opfer. Hier herrscht Chaos. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Hauptquartier und wartet auf Befehle. Los, los!
Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Oh Gott, ich weiß nicht wohin! Errichtet dort einen Kommandoposten. Ende. Alle Marine-Einheiten. Hier ist Sergeant Kelly. Ich kann von meiner Position Mars City nicht erreichen. Formiert euch am Hauptquartier neu und wartet auf Befehle. Endet's.